Hallo YouTube-Freunde, hallo Filme-Freunde, hallo Horror-Freunde. Ja, ich bin's wieder, euer JK's Horror 101 und ich wurde getaggt vom lieben Robin von Robins Filme-Lounge. Es geht um den Horrorfilme-Tag. Und es geht darum, dass man jetzt Filme vorstellen soll, 5 bis 6 Filme vorstellen sollte und die jetzt keine Reihe sind, wie zum Beispiel Halloween, Final Destination oder sonst noch irgendetwas und auch keine Remakes haben, sondern wirklich die eigenständig stehen. Also wirklich eigenständige Horrorfilme, die die man gut findet selbst einfach. Und ich habe jetzt hier, also ich, der Robin hatte zwar jetzt auch hier ein paar von Reihen vorgestellt, wie Final Destination oder Hostel oder sowas. Ich halte mich aber dran, ich stelle allerdings, stelle ich mich da außen quer ein bisschen, indem ich 7 Filme vorstelle. 4 DVDs und 3 Blu-rays. Ja, ich würde einfach mal gleich anfangen. Der erste Film, den ich euch vorstellen möchte, ist ein Film, ein Splatterfilm aus den 80ern. Ich mag ihn sehr, das ist der Film Die Todesparty. Liegt hier im Steelbook in der ungeschnittenen Fassung vor. Ich mag ihn sehr, weil die Effekte einfach handgemacht sind. Ich stehe auf handgemachte Effekte. Gut, manche heutigen gemachten, am PC gemacht, also CGI gemachten Sachen, sind auch gut, aber ich mag schon mehr diese älteren Stoff und da ist Todesparty eigentlich ein richtig cooler Film, macht mir richtig viel Spaß. Mit seinen 87 Minuten ist der auch nicht sehr lang und kann sich wirklich sehen lassen von den Splatter-Effekten, also von den Todesszenen auch her. Ich mag ihn sehr, kann man sich wirklich ansehen. Ich gebe ihm in diesem Fall hier 8 von 10 Punkten. Das wäre der erste Film, den ich hier vorstelle. Ach ja, und die Schauspieler sind auch nicht so schlecht, obwohl das natürlich dieses typische Splatter-Feeling ist, einfach nochmal. Also 10 kleine Jägermeister und bam, einem hinten nacheinander. So, ja, und jetzt komme ich zu einem Film, den ich auch hätte im letzten Video, also diese 90er-Views machen hätte können. Merke ich nämlich gerade. Gut, stelle ich ihn jetzt hier in diesem Video vor. Das ist der Film Return of the Living Dead. The Dead Hate the Living. Ja, habe ich früher auch heimlich gerne im Fernsehen gesehen. Lief dann ab und zu mal. Liegt hier im Director's Cut. Also auch hier wieder die ungeschnittene Fassung vor. Finde ich absolut super. Ist ein B-Movie Underground. Ich mag das. Ist richtig schön leicht auch auf trashig gemacht. Also sollte man nicht zu ernst nehmen. Die Schauspieler sind ja okay für diesen Film. Ja, also kann man sich wirklich mal anschauen. Zumal gucken ist ja wirklich richtig amüsant, finde ich. Tolle Effekte für diesen B-Movie-Film fand ich auch. Also kann man auch hier, der hier mit seinen 86 Minuten, ist der nicht lang und kann man sich für eine Zeit mal anschauen. Ich gebe ihm hier auch 7 bis 7,5 Punkte, weil das für mich auch so eine Leichtart Kindheitserinnerung ist. Jetzt stelle ich einen Film vor, den ich vor etwas paar Wochen gesehen hatte. Und das ist ein Stephen King Film. Und man könnte zwar jetzt hier auch ein paar Stephen King Filme reinhauen, aber ich wollte jetzt nicht nur Stephen King, ich stelle jetzt einen Stephen King Film vor und das ist Night Flyer. Und Night Flyer habe ich ja auch in den 90ern, hat man ja im letzten Video auch gesehen, auch sehr gerne geguckt. Schön düster, atmosphärisch. Okay, im Fernsehen war es damals geschnitten. Hier, das ist, obwohl, okay, heute würde der auch ungeschnitten im Fernsehen laufen, aber ich glaube, damals war der einfach wieder mal geschnitten, diese typische TV-Schneidung. Das liegt hier in dieser Highlight-DVD vor, mit dem alten 18er-Logo. Der Film finde ich sehr cool, hat nette Schauspieler, geile Atmosphäre, das muss man lassen, tolle Effekte auch und ja, für diese Zeit damals, muss ich auch ehrlich sagen, ein richtig nette Maske des Night Flyers.
Also für einmalig schauen, für viele, mach mal kurz hier auf, hier sieht man es nochmal, kann man sich den definitiv ansehen. Ich finde ihn absolut super, bekommt von mir auch 7 bis 7,5. So, ich bin am überlegen, ob ich nochmal ein 1 mache. Hat natürlich was mit Stephen King zu tun. Bin ich am überlegen, ob ich es doch nochmal versuche. Aber weiter, im Gescheiter. Und damit will ich auch gleich eine Bekannte grüßen von mir. Die heißt nämlich Tamara. Ja. Es geht jetzt hier um den Film, aber ich kenne auch eine Bekannte, die Tamara heißt. Deswegen, ich grüße dich. Liegt hier in der Anker-Edition vor, ist ab 16, ist vom Macher von Final Destination, hat nette kleine Effekte, jetzt nicht so übertrieben, auch mit CGI oder sowas. Richtig sexy auch die Braut hier. Kann ich wirklich nur empfehlen, macht richtig schön Spaß. Hat eine schöne kleine Atmosphäre auch wieder hier und die Schauspieler tun ihr Übriges. Aber auch in gutem Stil, das muss ich auch ehrlich sagen. Wobei, ja, von mittelmäßig bis okay. Also, naja, von mittelmäßig bis okay. Ja, gut. ja, mag ich sehr, bekommt von mir 7,5 Punkte. So, das sind die 4 DVDs. Sieht man jetzt vielleicht jetzt hier The Todesparty, Dead Take the Living, Nightflyer und Tamara. So, mit O. Die nächsten 3 sind jetzt eigentlich alles nur Blu-rays. Der Film, den ich jetzt hier vorstelle, ist vom Produzenten James Wan, der natürlich The Conjuring, Insidious und so weiter gemacht hat. Also ein großer Name. Ja. War mein Handy. Nach diesem Film will man auf jeden Fall nicht das Licht ausmachen. Natürlich, es geht hier um Lights Out. Und ich muss sagen, der hat so eine geile Atmosphäre, wie viele, viele haben natürlich auch heute schon geile Atmosphäre, aber der Film ist so, da ist wirklich was dahinter und ich mag den Film richtig schön düster. Die Schauspieler sind auch ziemlich gut. Das muss man auch ehrlich sagen. Auch der hier läuft 81 Minuten. Mann, ich bin verwundert. Keine bisher über 90. Moment mal. 87, 86. Okay, 92 Nightflyer. 94 Tamara. aber der hier läuft 81 Minuten, also ist damit auch recht kurz, aber knackig. Er kommt aus einem Internetphänomen. Das war ein Kurzfilm, der Facebook natürlich um die Welt ging. Und wurde James Wan aufmerksam. Und hat diesen Film produziert. Ich glaube, es soll in Mache sein, ein 2. Teil, soweit ich mich nicht irre. Ich finde ihn super. Man kann sich definitiv ansehen. Absolut perfekt Film. Also bekommt von mir auch 8,5 von 10 Punkten. Das ist super der Film. So. Ja, und jetzt für einen Film, den ich in diesem Jahr gekauft hatte. Und absolut wow fand. Ich fand ihn absolut wow, das muss ich ehrlich sagen. Auch der geht nicht lange mit 87 Minuten, also ja, kurze Filme für Vergnügen ist gesorgt auf jeden Fall mit allen Filmen hier. Kurz und bündig sind die immer, dafür aber auch meiner Meinung nach, für mich sind die alle richtig cool, gefallen mir richtig gut. Der nächste Film ist hier nämlich Last Shift. All Hail the King of Hell. Ja, und der Film hat so ein bisschen was auch so von Dämonen-Film gemixt, so ein bisschen mit Silent Hill, den Filmen, und ich muss ehrlich sagen, richtig geniale Atmosphäre. Schauspieler sind auch gut, gefällt mir richtig genial, Effekte passen, hat zwar jetzt nicht so diese vielen Schock-Sachen, also es ist zum Teil sehr vorhersehbar, aber trotzdem muss man ehrlich sagen, der Film hat sonst gute Ansätze zu einem sehr guten Film und er ist auch gut.
kann ich wirklich nur sagen, ich mag ihn. Er bekommt von mir auch 8,5 Punkte. So, und jetzt kommt der höchstdotierte Film. Einfach. Kommt vom Regisseur, auch wieder von Evil Dead. Ja, und Evil Dead ist ja gerade in aller Munde mit seinen Mediabooks. Ja, Fred Alvarez hat natürlich im letzten Jahr, 2016, einen Film gemacht, der ja sehr für Aufsehen erregte. Und das ist der Film Don't Breathe oder Don't Breathe. Kann man, ich sage es immer Don't Breathe aus. Hat man jetzt hier noch diesen komischen FSK-Logo, könnte ich eigentlich auch mal wegmachen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ja, ist hier in der Schutzhülle und der Film absolut super. Hat zwar hier und da diese typischen Horror-Klischees. Allerdings muss man ehrlich sagen, war der mal wirklich mal doch sowas Leichtes anderes. Und ich muss ehrlich sagen, wow, es wird ein K.O. Nee. Don't Breathe hat wirklich diese ganze Mixtur zwischen diesen ganzen Filmen, hat auch einen ziemlich genialen Twist, fand ich. Die Schauspieler sind auch sehr gut. Und ich habe mich herausgefunden, dass ich selbst im Kino die Luft angehalten habe, um nicht zu atmen. Also, der Film hat ein Ende, er ist für seine 16er, also es gab hier und da ein paar Szenen, die, wo ich mir gedacht hatte, und dafür hatte nur ein 16er? Das muss man schon echt sagen. Der Film ist richtig genial, also da könnte ich mir viel, da würde ich auch richtig genial, eigentlich mir einen zweiten Teil wünschen, aber auch in diesem Teil, aber ich glaube, das wird ein Einzelteil sein und soll auch so bleiben. Ich finde ihn super, bekommen von mir die höchste Punktzahl von 9,5. Weil ein kleiner Minuspunkt ist da aufgrund dieser typischen Horror-Klischees. Ja, allerdings, von ein paar Filmen, da wünschte ich mir, bis auf diese jetzt die letzten drei von ein paar Filmen, da wünsche ich mir vielleicht nochmal eine Fortsetzung oder irgendwie sowas oder Remake oder so. Also bei Tamara, da würde ich mir, könnte ich mir gut vorstellen, weil der Film ist jetzt aus 2005. Könnt ihr mir vielleicht auch mal eine Fortsetzung vorstellen, weil das wäre bestimmt nicht schlecht. Aber bitte dann auch in dem Stil, bitte. Nightflyer, könnte ich mir vielleicht sogar noch ein Remake vorstellen. Also es ist jetzt nur für mich so. Natürlich will ich damit jetzt nicht unterstützen, dass sie das machen sollen. Es wäre nur ja so ein kleines Wunschdenken von mir vielleicht so. Also ich würde es nicht unterstützen, aber es kommt natürlich darauf an, wie die gemacht sind. Aber so von Nightflyer könnte ich mir vielleicht auch noch ein Remake wünschen. Und von dem einen zweiten Teil und von dem vielleicht auch nochmal ein Remake im gleichen Stil. Aber bitte handgemachte Effekte. Ja, das war's auch dann von mir. Upsala. Das war's auch schon von mir. Mit meinem Video, dem Horrorfilme-Tag. Das sind die 7 Filme, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Todesparty, Dead Hate the Living, The Night Flyer, Tamara, Last Shift, Lights Out und Don't Breathe. Ich sag's jetzt einfach so. Ja, jetzt muss ich ja wieder welche taggen. Beim ersten Versuch, der ein bisschen leicht in die Hose gegangen ist, hatte ich mir schwer getan. Jetzt finde ich es jetzt nicht mehr schwer. Also ich würde da einmal den Alexander, also den Pookie, den Movie Hunter, gerne mal taggen. Weil ich würde gerne mal wissen, was der davon hält. Und dann würde ich, jetzt wird's ein bisschen chaotisch. Es ist zwar ein Kanal, aber dahinter stecken 2 Leute. Ich würde gerne mal den Kanal Zweisamkeiten von meinem lieben Freund, dem Marco, taggen und seine Süße taggen. Also ich würde mich gerne freuen, wenn ihr da mal eure 5, 6 Filme vorstellt, die ihr mögt, die keine Reihe haben oder auch kein Remake, sondern wirklich einzeln stehen. Ja, in diesem Fall bin ich eigentlich fertig. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und auch ein paar Kommentare hinter freuen. Ich bin fertig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann, wünsche euch euer JK's Forever. No.